Oliver, herzlichen Dank. Du hast gerade deine Barcamp-Session geliefert. Zu welchem Thema genau? In meiner Session ging es um Corporate Academies und eine Strategie, wie man solche Corporate Academy aufsetzen kann und das mit dem Personalvorstand besprechen kann. Ich habe zwei große Themen heute diskutiert. Einmal, was können die Aufgaben so einer Academy sein? Da ging es vor allem um Leitplanken, Vorgaben, Templates, die man geben sollte. Und mit dem Auditorium haben wir dann hier diskutiert, nicht zu viel kontrollieren. Man muss nur ein bisschen Leitplanken setzen, Vorgaben machen und im Detail aber die Geschäftsbereiche oder die einzelnen Unternehmensbereiche das machen lassen. Der zweite Block war, was tut sich im Bereich Digitalisierung an so eine Anforderung für eine Academy? Was tut sich in dem Bereich Digitalisierung durch so eine, in dem Bereich Academy? Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen weg von dem starren Interface, wir müssen zu einem Netflix des Learnings gehen, des Learnings. Und mit einer schönen Oberfläche, mit Vorschlägen, sei es automatisch oder Empfehlungen von anderen, das wäre so die Zukunft, die das Digitalisieren für das Thema Lernen bringen könnte. Haben dir die Teilnehmer die Fragen beantworten können, die du mitgebracht hattest? Ich fand, es war eine schöne Diskussion und ich habe die zwei großen Blöcke für mich beantwortet gekriegt und den Erfahrungsaustausch. Ja. Klingt super. Also dein Key Takeaway zum Thema Corporate Learning Academy? Man muss auch loslassen. Nicht zu viel, bisschen zentralisieren, Vorgaben machen, aber dann die Leute auch selber aussuchen lassen, lernen lassen und erstellen lassen. Klasse, vielen Dank. Das klingt so, als wenn viele über diesen Ansatz nachdenken müssten. Dankeschön. Du hast gerade eine Session angeboten hier auf dem Corporate Learning Camp. Wie ist deine Erfahrung? Ja, das Thema war ja Erfolgsfaktoren im Corporate Learning und haben wir ja ganz frei angefangen. Und es war sehr, sehr gut besucht. Es waren tolle Leute da. Ich glaube, ein großer Anteil von Unternehmensvertretern. Und wir haben einfach mal auf der grünen Wiese diskutiert, was sind die Erfolgsfaktoren, wenn man digitale Lernprojekte im Unternehmen einführen will. Hattest du den Eindruck, der Austausch auch von den Mitarbeitern, von den Teilnehmern, die Mitarbeiter der Unternehmen, dass die nehmen jetzt alle was mit? Ja, ich glaube schon. Da waren ja viele, die auch wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert haben, mit unglaublich vielen Erfahrungen, auch die von gescheiterten Projekten oder von verzögerten Projekten gesprochen haben und das auf den Punkt gebracht haben, woran es lag. Ich sag mal jetzt nur ein Beispiel, war ja das Projekt, wo die Zielgruppe nicht wirklich definiert war und die Abstimmung mit dem Dienstleister nicht ganz gepackt hat und dadurch das zeitlich und wirtschaftlich gesprengt hat. Also sowas ist eigentlich gutes Projektmanagement. Aber da war ja auch das andere Thema, dass wir gesagt haben, man muss eine, egal welche Bildungsangebot, ob digital oder analog, vermarkten, die Mitarbeiter mitnehmen. Genau, es gab ja auch eine sehr lebhafte Diskussion. Hattest du dir vorher überlegt, welche Themen du da gerne besprochen haben möchtest? Ja, hatte ich. Wir haben selber eine Checkliste mal erstellt, worauf man achten muss, wenn man ein digitalen Bildungsangebot auswählt. Habe es aber absichtlich nicht präsentiert, sondern nur angeboten, dass ich es rumschicke als White Paper, weil ich dachte, damit möchte ich gar nicht beeinflussen, sondern mir war es wichtig, wirklich nur die Überschrift zu setzen, Erfolgsfaktoren im digitalen Lernen und dann die grüne Wiese anzubieten. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Das heißt, du nimmst jetzt schon was mit und sagst, das war jetzt für dich auch ein innerlich inspirierend und ein Erfolg. Ja, auf alle Fälle. Ich habe mir auch vorgenommen, daraus jetzt noch eine weitere Checkliste zu machen oder ein kleines White Paper zu schreiben und das dann auch zurückzuspielen. Aber lass mich doch einfach die Frage mal zurückspielen. Du warst ja ein Teilnehmer in der Session. Wie hat es dir gefallen? Was hast du mitgenommen als Anwender? Also für mich, ich habe wie in den meisten Sessions doch viele Inspirationen, also viele, viele Stichworte einfach. Ne? Man bekommt natürlich keine fertigen Lösungen und die Diskussion ging dann zwischendurch, als es sehr viel auch um Vermarktung von E-Trainings ging und wie setzt man sowas auf, irgendwie in sehr unterschiedliche Richtungen. Und ich hatte zwischendurch auch mal das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht so mein Thema ganz, aber in Summe kriegt man natürlich auch ein gutes Meinungsbild. Was treibt die Leute da um? Man merkt ja auch, wie die Diskussion dann hochkocht, wenn es um bestimmte kritische Punkte geht, wo man merkt, okay, das beschäftigt irgendwie alle und das ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also insofern gehe ich da schon raus und denke, ich nehme da was mit und so Gedanken, die man einfach jetzt im Kopf hat und weiter vor sich hin wälzt. Ja, super. Ja, vielleicht sollten wir die Diskussion einfach offline und online weiterführen. Genau, es ist, der Bedarf scheint ja da zu sein. Genau. Okay, ja, gut. Vielen Dank. Gerne, sage ich auch.